So, wir spielen jetzt mal das nächste Spiel. Das ist ebenfalls eine Demo. Und das heißt They Are Here. Alien Abduction Horror. Also ein nächstes Horror-Game, was in den Startlöchern steht für 2022. Und laut der Beschreibung habe ich jetzt gerade gelesen, dass es hier um eine Farm geht, die am 7. August von der, also die Greyswood Farm, und die wurden irgendwie, die haben hier diese komischen Lichter hier. Und die bewegen sich in komischen Geschwindigkeiten, manchmal rasend schnell hier vorbei und ganz komische Beobachtungen. Und wir sind ein Kamerateam, was jetzt dieser Sache nachgehen soll und Fotos und Beweise machen soll. Und das Spiel ist in der Demo und soll ja bald demnächst mal 2022 rauskommen. Wann genau, das weiß ich nicht. Wir schauen uns mal die Autoren an. Ach ja, was? The Game Developer ist The Declaration Company, Alexander Dudery and Elisaveta Batschenko. Dann sind die einfach irgendwelche Links oder was auch immer. Give Credit, Free Sound. Ah, die haben mir die ganze Quelle aufgeschrieben. Ja, man kann ja mal hier gucken, ne? Wenn man, wer, keine Ahnung, Klickgeräusche zum Beispiel das hier super cool findet, der kann da hier einen Link rausnehmen, sich und den einfügen. Was? Warum? Egal, neues Spiel. Auf der Greyswood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sahen die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihrem Fenster schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalisten Taylor Fox reist zur Greyswood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Ich finde das super cool gemacht mit dem Hintergrund. Das fängt auch immer wieder so an. Ich finde das super. Herunterladen. Was? Was herunterladen? Ich habe das doch. Aufgabe, mit dem Farmer Peter Schörmann reden. Alter, ist das cool gemacht. Alter. Hallo? Okay, ich komme hier nicht rüber. Ich komme hier nicht weiter. Alter, was ist denn da? Okay. Das sieht super cool aus. Kann ich hier was machen? Habe ich eine Taschenlampe überhaupt dabei? L? Boah. Ah, man kann ja so reinzoomen mit der rechten Maustaste. Ja, aber wie geht denn jetzt hier die Taschenlampe an? Ich will dir irgendwie. Wir gehen mal. Shermans Haus. Aha. Linke Maustaste gedrückt haben, um ein Foto aufzunehmen. Kann ich da ranzoomen? Ich kann nicht ranzoomen. Foto. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Vergrößern und bewegen. Achso, man kann es auch hier. Aha. Okay, das finde ich auch wieder super. Okay, take. Das sieht hier super aus. Übrigens, ich werde sowas nicht in Folgen schneiden, außer es ist wirklich ziemlich lange. So länger ist eine halbe Stunde sicher nicht. Oh nee, Maisfelder? Ernsthaft? Ja, wie geht denn jetzt hier die Taschenlampe an? Da hängt schon was. Alter, ist das hell. Aber ernsthaft jetzt Maisfelder? Alter, ihr habt doch nicht mal alle. Gleich hüpft ihr irgendwas raus und tötet mich gleich. Kann man in der Demo eigentlich sterben? Na, Happy Birthday! Super. Die Tür ist schon offen. Und da hängt ein Zettel. Zettel des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Ach, nö, unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemand um Hilfe anzu
um die Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Schirmer. Natürlich, jetzt sind wir ganz alleine da. Ja, da können wir ja wieder packen. Da können wir ja wieder packen. Abpacken hier. Aufgabe ist Hausuntersuch. Wir sind eine Journalistin, also sollen wir doch eigentlich ja wieder weggehen. Wir haben das super Bild da oben. Sollen wir auf das Fenster mal reinschauen? Da oben ist Licht. Die ganze Bude hat volle Beleuchtung. Hä? Die sind jetzt hier irgendwo in der Stadt. Die Mutter ist in der Stadt unterwegs und die sind irgendwo auf der Farm hier jetzt. Moin. Telefon, außer Funktion. Na toll. Da können wir reingehen. Da geht's hoch. Pizza haben sie hier gegessen. Hier steht einfach der Kühlschrank. Was sind das für Geräusche? Achso, ist der Kühlschrank, okay. Ich kann hier Bilder. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Wunderschön. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Oh, schön wandern. Naja. So, wohin gehen wir denn als nächstes? Sollen wir hochgehen? Wir haben auch keine Beine. Abgesperrt, okay. Warum ist das abgesperrt? Sperrt jemand von euch jemand wirklich zu Hause die Türen einfach so ab? Außer die Eingangstür und so weiter. Kellertür sperrt man ja hin und wieder auch mal ab. Aber einfach irgendein Raum, der hier unten ist. Vielleicht ist das auch der Keller. Wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Warum ist denn hier drin? Hier drin ist wahrscheinlich das Streamerzimmer. Foto! Auf dem Foto Mitglied der Sherman Family. Oh, ein Hund. Moment mal. Ach, da ist ein Kopf da unten. Ich habe gerade gedacht, warum hat der Hund einen Menschenkörper dran? Ich war ganz kurz. Das Foto hat so komisch ausgesehen gerade. Alter. Was? Solange die hier Licht brennen lassen, ist das mir eigentlich auch egal. Ja, das ist jetzt blöd. Das ist das Zimmer der Tochter. Foto auf dem Foto Mitglieder, ja. Das ist also die Tochter. Und die ist jetzt weg. Wieso ist hier ein Funkgerät? Ich hab irgendwie richtig Angst gerade. Zettel des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass die Ungeheuer sie entführt haben. Moment mal. Ist hinten eigentlich auch immer was? Das haben wir gar nicht gesehen. Eine Lego-Figur. Eine Zeichnung. Kinderzeichnung. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. War. Sie steht da, winkt. Der Außerirdische steht da. Der Hund bellt an. Und. Tut. Und sie weint. Wieso ist die Tür zu? Ich hab keine Ahnung, wie die Taschenlampe angeht. Ich hab nichts. Kann ich jumpen? Kann man laufen? Nein, ich kann. Okay, ich kann nicht laufen. Das bedeutet, vielleicht müssen wir auch gar nicht wegrennen. Noch! Ich habe gerade gedacht, da ist Blut. Ist das Blut? Nein. Ja, ich habe gerade. So. Welcher von euch drei Witzbolden hat sich hier einen Scherz erlaubt? Ich gehe jetzt ins Streamerhaus. Zimmer. Okay. Oh. Zettel des Farmers. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen.
Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben: ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange, dünne Gliedmaßen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegten. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken, das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Haus zu Hause entfernt. Teleportation halt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnern sich an schreckliche Ergebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar. Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Ja, wieder typische Facebook-Sprüche. Ja, guck mal hier, Grey Alien, ist ja, wo, was ist das hier für Application Planner Desktop? Moment mal, wir können das ja vergrößern. Ein Bier hat er auch da. Und hier pennen die also. Was liegt hier? Kindertagebuch des Farmers. Sticker, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text: heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdischen mit grauer Haut, großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin später am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Und dann glauben die Eltern sowas nicht? Also die Zeichnungen sind super. What was that? I don't remember. I saw the aliens. Alter. Aber was ist dann der Zweck? Was wollen Aliens eigentlich dann von uns, wenn es sie wirklich gibt? Ich weiß nicht, glaubt ihr an Aliens? Ich kann es nicht wirklich sagen. Also ich weiß es nicht. Solange es... Na gut, egal. Also... Schwere Geschichte, aber es gibt Leute, die glauben einfach hardcore daran. Also wirklich, die sagen, ja, ich habe mit denen schon vieles zu tun gehabt. Kann man natürlich ja sagen, so wie hier, aber das, und dann sagt ihr, ja, war ja nicht so. Das kann jeder sagen, aber Beweise werden wir, glaube ich, erst finden, wenn wir alle, wenn eine ganze Menge von Menschen live aufgezeichnet sowas sieht. Mach ein Foto vom Tagebuch. Man sieht alles. Das ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Was? 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 Ich gehe hier rein. Was war das? Was ist da gerade passiert? Ich glaube, die sind gelandet.
Der Computer hat ein Schussloch. Warum hat denn der Computer jetzt ein Schussloch? Warum ist da jetzt ein Loch? Hat jemand hier reingeschossen? Ich wollte mir doch gerade mal die Bilder hier angucken. Was ist denn jetzt da los? Boah. Achso, das ist nur die Reflexion, okay. Das Bild kenne ich irgendwoher. Ja, das kennt ihr. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich mache meine Schranktür wieder zu. Die Musik macht nur so scheiß Geräusch. Kennt ihr dieses Bild von dieser Überwachungskamera, wo so ein Wagen irgendwo durchfährt und dann auf einmal bleibt er stehen und dann kommen hier diese Augen um die Ecke? Das sind alles Ausschnitte aus so ein paar Videos. Was ist denn das? Oh mein Gott! Area 51. Ja, das ist ziemlich zugedröhnt. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Oh mein Gott. Wie hieß nochmal dieses eine Viech? Der Gollum? Das ist ein Gollum. UFO Activity Area. Ich schau gerade oben rechts nochmal wegen den Text, ob da irgendwas. Alter. Ich sehe einfach nichts mehr. So. Du bist kaputt. Den Zettel haben wir ja gelegt. Wieso ist das jetzt. War das schon davor so angestrichen? I've learned a lot about these things. The greys. Dangerous creatures. War das schon davor so angestrichen? Ich will jetzt da ungern raus. Freunde, ihr könnt mich mal. Okay, hier ist nichts. Das ist ein Bild, das wir uns noch nicht angesehen haben. Das ist wahrscheinlich Peter und Sohn, Tochter, keine Ahnung. Ich sag's euch, ich hol das Gewehr. Und dann ist hier Feierabend. Sind Aliens eigentlich. Warum liegt hier alles umgeschmissen? Die waren hier schon da. Vielleicht sind wir schon tot. Wieso ist jetzt hier rechts die Tür offen? Da schaut einer Fernsehen. Außer Funktion. Na, Freunde, was läuft denn hier so im Kino? Diese Tiere sind wahrscheinlich von der Gracewood Farm. Wir sind tot, oder? Okay, das ist nix. Wow. Gott. Was ist hier? Alle tot. Natürlich. War das nicht auch schon so? Ich kenne ja sowas irgendwie woher schon. Sowas, dass irgendwie die Tiere auch dann drauf wirken und so weiter. Ready? Ist das 70er Jahre Filme? Ja.
Hast du das bitte gemacht? Ja. Fängt das jetzt neu an? Ach ja, das fängt jetzt neu an. Okay, gut. Okay. War ja schönes Heim. Warum ist denn jetzt hier die Tür offen? Da hängt ein Zettel. Macht mal da draußen was. Zettel des Farmers. Warum hängt der überall Zettel auf? Ich dachte, wir treffen uns. Zettel des Farmers. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte. Aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach. Die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne, die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht, eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. What? Oh Gott. Lag das schon vor, Hada? Eine Büste mit einem seltsamen Gerät. In einem Zettel behauptet Peter schon ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr heraus ausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Alter. Ja, wir müssen es nehmen, oder? Damit es weitergeht. So, Freunde, jetzt ist aber Bettzeit. Jetzt gehen wir alle mal dahin, wo wir hergekommen sind. Ich wohne hier nicht. Ich sag's euch, ich meh euch, ich schmeiß euch. Wo soll er hingegangen sein? Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Oh, wie schön. What? Moment, das ist mein Auto. Ich mach mal die Alarmanlage da aus, ja? What's going on? Shift, wir laufen mal. Ich muss los, Bruder. Puh. So. Jetzt geht der Motor nicht an und jetzt sitzt er irgendwo hier neben mir, oder was? Ja, das ist jetzt ganz blöd. Ja, und jetzt? Was wollt ihr von mir? Das Rotlicht. Viertel. Ja, Junge, wie lange probiert... Wow! Was war das denn bitte für ein Kick? Demo. In der Vollversion des Spiels finden Sie ein großes Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie dieses Spiel auf Wunschliste hinzu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Oh, das geht gleich auf Rabattaktion oder was? Ja, geil. Ich habe es eh schon hinzugefügt und ich muss wirklich sagen, es wird spannend. Freunde, es wird spannend.
Glaube ich mal. Also laut den Bildern und was wir da gerade jetzt erlebt haben. Also ich habe richtig Gänsehaut. Was war das, Alter? Boah. Junge, aber ich habe noch nie so, also ich kenne sowas, das war ja glaube ich 2012 so richtig in diese ganzen Alien-Geschichten, vor allem bei YouTube, diese ganzen Creepypastas, was da alles gab. Diese ganzen Geschichten darüber, das war eigentlich richtig bei YouTube, das war richtig, richtig abgehoben. Ich weiß nicht, ich habe das glaube ich damals auch schon so verfolgt, aber ich wollte es nur so sehen, aber man ist ja nie auf so eine Antwort wirklich gekommen. Und jetzt gibt es sowas auch als Spiel, was bald erscheinen wird. Also Leute, wenn ihr Interesse an diesem Spiel habt, unterstützt die Entwickler. Link zu diesem Spiel ist natürlich in der Beschreibung. Und wir werden jetzt wahrscheinlich in Zukunft öfters solche Demos mal testen. Einfach um zu sehen und zu schauen, was 2022 uns so bieten wird. Also, bis dahin, macht's gut und für YouTube ist jetzt Feierabend hier, ne? Das war's.